Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Unboxing der WWE Mattel Elite 65 Reihe. Heute mit Roman Reigns. Wie wir hier schon mal sehen, ist bei diesem Roman Reigns der Intercontinental Titel dabei, sowie zwei weitere Hände für ihn. Ich werde es gleich auspacken, damit es nicht so sehr spiegelt, weil das ist ja auch ein Unboxing, und dann sehen wir uns die Figur doch mal genauer an. Und hier haben wir ihn schon mal in der Plastikschale mit dem Titel und den beiden Händen hier an der Seite mit seiner Handgeste. Leider noch nicht mit seinen Superman-Punch-Fäusten. Die kommen in seiner nächsten Figur, aber darüber sprechen wir gleich. Holen wir ihn erstmal aus der Verpackung raus. Und hier haben wir sie auch ausgepackt. Roman Reigns aus der Elite-Serie 65. Und meiner Meinung nach der beste Roman Reigns, den wir bisher haben. Dieser Face-Scan von diesem Roman Reigns ist absolut spot on. Und wir hatten viele Roman Reigns bisher als Figur, auch als Elite-Figur. Aber keiner kam ihm so nah wie diese Figur. Die Proportionen stimmen, das Gesicht stimmt, also im Sinne von Nase, Mund, Augen, das ist so spot on, besser geht es nicht. Und hier kommt jetzt der Punkt. Das ist die Roman Reigns 65er Figur, Elite 65, in seinem roten Attire, in seiner roten Roman Reigns Weste, die man übrigens auch entfernen kann, das werden wir gleich mal machen. Übrigens auch super Frisur, aber ich glaube, die unterscheidet sich nicht großartig von Figur zu Figur, aber hier sieht auch fantastisch aus. Zusätzlich kommt es mit dem Intercontinental Championship, ein Titel, den ich bisher noch nicht in meiner Sammlung hatte und deswegen ein absoluter Must-Buy war. Also das macht die Figur gleich nochmal eine ganze Ecke besser. Und das einzige Manko, was man ja wirklich sagen könnte, ist, dass er eben nicht die Superman-Punch-Fäuste hat. Und dass diese beiden Fäuste bei der nächsten Figur dabei sein werden. Und das ist auch der einzige Kaufgrund für die nächste Figur. Denn wie ich persönlich finde, diese Figur ist spot on, das Gesicht ist so perfekt, wie es nur möglich ist. Und die nächste Figur wird zumindest nach den ersten Bildern wieder mal einen anderen Face-Scan haben und leider einen schlechteren Face-Scan meiner Meinung nach. Hier kommt nämlich mal ein Vergleichsbild, das werde ich mal auf die rechte Seite packen, von der neuen Roman Reigns Figur. Und wenn sich da nicht viel ändert, hat das deutlich das schlechtere Gesicht. Auch wieder den kürzeren Bart, also nicht den Vollbart. Trotz alledem, das Gesicht ist schon wieder anders bei der neuen und das ist nicht besser. Weil das hier ist absolut Fotodetail. Fototreu. You know. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich sogar auch auf die Fäuste verzichten, wenn die Figur so gut aussieht. Aber schauen wir uns die Figur doch noch einmal genauer an. Wir haben hier natürlich sein rotes Attire mit den aufgemalten Wristbands, sein fantastisch gestaltetes und detailliertes Tattoo, normale schwarze Shield-Style-Hose, normale schwarze Boots. Was bei ihm auch sehr interessant ist, ist eben, dass man seinen Attire abmachen kann. Das ging ja auch vorher. Aber es gab Figuren vorher von ihm, die sein Tattoo nicht ganz unter der Weste drauf hatten. Dieses Mal alles vorhanden. Sein komplettes Tattoo vollständig abgedruckt. Und es sieht großartig aus. Es ist, wie gesagt, meiner Meinung nach die perfekte Roman Reigns Figur. Und da wird auch nichts mehr drüber kommen. Also,
die Elite-Reihe ist definitiv ausgeschöpft mit Roman Reigns, wenn man diese Figur besitzt. Wenn man ein riesengroßer Fan ist, kann man sich natürlich noch weitere holen. Wenn man nicht so großer Fan ist, wie ich es eigentlich bin, ich bin kein so wirklich großer Roman Reigns-Fan, aber man trotzdem mindestens eine Figur haben möchte aus dem Roster, dann muss es diese sein. Die ist absolut... Ich kann mich nur wiederholen. Proportion, Tattoos, Gesichtsscan, Haare, absolute Perfektion. Zusätzlich, wenn man den Intercontinental-Titel noch nicht in der Sammlung hat, ebenfalls ein Riesenkaufgrund. Und es gibt ja auch noch zwei sehr einzigartige Hände, die man ganz gut benutzen kann. Gleichzeitig hat er zwei offene Hände, das heißt, man kann zwei Sachen in die Hände tun, hat auch nicht jede Figur, die meisten haben nur eine offene Hand. Das finde ich doch mal sehr nützlich. Und jetzt tauschen wir mal eben die Hände aus. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja, das ist die rechte Hand. Ach, und da macht es plopp. Das ist übrigens sehr befriedigend. Das Ploppen beim Einstecken der Hände. Fantastisch. Dann prüfen wir noch mal eben einmal fix die Gelenke aus, ob auch alles funktioniert, wie es soll. Ja, seine Armkugel ist ein bisschen schwer, aber mein Gott, ist ja halt eine neue Figur. Oh, und ich habe seine Hände verwechselt, meine Damen und Herren. Ja. Dann machen wir das doch halt noch einmal. Ah, wunderbar. Und einmal hieran. Perfekt. So sieht es doch auch gleich viel besser aus. Gucken wir uns nochmal den Arm an. Ja, und da funktioniert das schon viel besser. Ab Crunch, Bauchbereich. Super fest, funktioniert. Beine funktionieren. Körper links, rechts, Beine links, rechts. Knie fühlen sich gut an, sind nicht zu locker. Das hat die perfekte Stärke bei den Gelenken. Das ist richtig gut geworden. Füße sind ein bisschen fester wieder. Da muss man mal ein bisschen lockern. Aber ist für mich, da funktioniert es persönlich das kleinste Problem. So viel mache ich mit den Füßen jetzt eh nicht. Selbst links und rechts funktioniert alles wunderbar. Ja. Da gibt es auch nicht mehr viel über den Roman Reigns zu sagen. Außer nochmal, dass es eine fantastische Figur ist, die sich jeder holen sollte. Binden wir nochmal den Intercontinental-Titel um und schauen uns mal an, wie das aussieht. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für das Unboxing, beziehungsweise eigentlich ist es ja auch gleichzeitig ein Review für heute. Und ja, absolut zu empfehlende Figur. Roman Reigns, bester auf dem Markt momentan. Elite 65. Die nagelneue Elite-Reihe von Mattel, jetzt in Europa angekommen. Absolute Empfehlung. Ich hoffe, das ging euch jetzt nicht zu schnell. Ich hoffe, ich habe alles alles erwähnt, was ich erwähnen musste. Und ich hoffe, ich bin alles durchgegangen. Aber ich denke schon, das ging dann jetzt ein bisschen fixer. Super Figur, bester Roman Reigns der kompletten Elite-Reihe. Und wenn ihr einen haben wollt, that's it. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.